I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Hair toss, check my Hallo und herzlich willkommen bei Zimmer in the Making. Letzte Woche habe ich mit den Real Life Guys schon das Bett gebaut, aber was hier ganz offensichtlich noch fehlt, ist eine Nachttischlampe. Ich bin Lena. Und ich bin Jakob. Hi. Hallo Jakob. Na? Wir werden heute einen Nachttisch bauen mit einem coolen integrierten Licht. Und ihr habt jetzt abgestimmt auf Insta, was für eine Farbe das Kabel werden soll. Ja, Kabel steht jetzt, aber was brauchen wir sonst noch? I wanna follow where she goes. I think about her and she knows it. I wanna let it take control. 'Cause every time that she gets close, yeah, she pulls me in enough to keep me guessing. Und so wird unser DIY-Nachttisch mit Licht zusammengebaut. Zuerst positionieren wir die zwei Bretter an der Wand. Danach bohren wir Löcher so in die Bretter, damit diese perfekt zusammenpassen und bringen sie an der Wand an. Dann können wir die Lampe mit dem schönen Textilkabel an zwei Haken ganz einfach einhängen. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch einen farbigen Akzent setzen. Und voilà, ein Nachttisch mit Licht. Diese Glattkantbretter, die könnt ihr euch im Baumarkt schon gehobelt und gefasst kaufen. Und da die ja dann aber noch zerschnitten werden, sind nicht alle Kanten gefasst. Was bedeutet überhaupt gefasst, weißt du? Nee, gar keine Ahnung. Also gefasst ist, dass alle Kanten, die umlaufend sind, schön abgerundet sind. Und wenn ihr jetzt zu Hause aber keine Kantenfräse habt, womit man das machen könnte, dann könnt ihr auch einfach so einen Schleifklotz nehmen. Wollen wir das mal kurz zeigen? Einfach hier so abschleifen? Genau, so ein bisschen so mit so einer kleinen Bewegung auch. Dass also dann, so drehen? Oder? Nee, so von unten nach oben am besten. So? Ja, genau, so ist super. So wird das dann schön rund und dann könnt ihr euch da nachher nicht das Auge ausstechen, wenn ihr mal nachts aufwacht oder so. Also was machen wir jetzt wohl damit? Ich würde es jetzt vielleicht nicht auf den Boden stellen, dafür ist es ein bisschen klein. Stimmt. Wie wäre es mit der Wand? Ja, wir werden es hier hinten an die Wand anbringen und zwar so im rechten Winkel. Und dafür müssen wir in das untere Brett jetzt ein paar Löcher bohren. Da bin ich am Start. Okay. Moment, Moment. Also erstmal werden wir jetzt ein bisschen anzeichnen. So, jetzt muss ich hier schon Bleistift benutzen. Aber bitte sag mir da noch wenigstens wo. Ja, also wir werden jetzt in das untere Brett Löcher markieren und zwar bei 2, 13, 27 und 38 Zentimetern. Kannst du dir das merken? Ja, dann haben wir nämlich so vier Pins drin, richtig? Genau. Und um aber auch die Position unserer Löcher zu markieren, müssen wir uns die Hälfte unserer Materialstärke, das ist in dem Fall hier 2,4, also bei 1,7, da soll die Schraube dann später reingehen. Und deswegen nehmen wir uns jetzt 1,7. Das messe ich vielleicht einfach hier mit dem Geodreieck. Übrigens ist es gar nicht so wichtig, wo genau diese Schrauben auf dieser Länge hier dann hinterher sind. Es ist jetzt bei uns natürlich, also wir haben das jetzt im genau gleichen Abstand gemacht. Das ist schon gut, wenn ihr bei so einer Länge vier Schrauben da reinhaut. Aber ob die jetzt bei 13 oder 14 cm ist, ist es gar nicht so wild. Also ich wollte dich jetzt hier eigentlich nur ein bisschen verwirren. Aber ich bin da jetzt voll konzentriert dabei. Okay. Wir machen das jetzt zu Ende und zwar auf Millimeter genau. So, oder? 27 bitte. Okay. Okay, das haben wir. Jetzt brauchen wir noch zwei Markierungen für später in die Wand rein. Und das ist sehr gut. Ja, und zwar, ich reiche dir das hier. Wir brauchen 5 cm von der linken Seite und 5 cm von der oberen Kante. Dann würde ich... Ach, so geht's auch. Ja, hier, das sind 5 cm und das sind auch 5 cm. Sehr gut. Bei der anderen Seite bitte genauso. Wow. So. Auch da wieder einfach ungefähr. Und dann dürft ihr bohren, right? Jetzt werden wir bohren. Also Jakob, jetzt werden wir vorbohren. Und zwar ist das natürlich jetzt ganz besonders wichtig, dass wir hier im rechten Winkel, also ich würde mal ansetzen und du kannst ja mal sagen, ob die Bohrmaschine gerade ist, der Akkuschrauber. Bohrmaschine ist gerade. Okay. Das
Und jetzt haben wir hier unsere vier Löcher schon mal drin. Und für die, haben mehr. Genau, und für die beiden, die dann später in die Wand kommen, da nehmen wir einen bisschen größeren Bohraufsatz. Und zwar einen 5er. Okay, das reicht. Jawohl. So, dann wollen wir mal leimen, zwingen und schrauben, wa? Das klingt wie eine Foltermethode. Ist es auch. Okay, das reicht auch. Können wir das vielleicht noch ein bisschen bepinseln? Da, wo unsere Bohrlöcher sind, batschen wir das jetzt einmal dran. So, dass es bündig ist. Das heißt, dass die Kanten schön miteinander abschließen. Oh. Links mal hin. Okay. Und jetzt nehmen wir unsere Schraubzwingen. So. Genau. Am besten so, dass hier möglichst viel Angriffsfläche ist unten für die Schraubzwinge. Ja, ne? Sieht gut aus, ne? Jakob, du legst ja voll viel Wert auf Nachhaltigkeit, ne? Ja, also das war bei mir eigentlich ursprünglich was total Privates. Also ich habe irgendwie angefangen, so einen Blog zu lesen im Internet darüber, was man alles irgendwie DIY nachhaltiger machen kann, wie man besser einkauft und so. Das hat mich total interessiert. Und was denkst du denn aber, wie man so mit Hilfe von DIYs nachhaltig sein Leben verändern kann? Das ist ein total weiter Schritt, um viel mehr selber zu bestimmen, wie man konsumiert. Also dadurch, dass wir das ganze Regal hier selber machen, haben wir viel mehr Macht darüber, welche Stoffe und welche Materialien da jetzt genutzt werden. Okay, wollen wir mal ans Zusammenschrauben gehen? Ja, auf jeden Fall. Gut, okay, wir drehen es um. Und jetzt haben wir hier ja schon mal zwei Löcher, die nicht mit Schraubzwingen zugemacht sind. Also können wir da schon mal jeweils eine Schraube reinballern. Okay, so? Ja, so finde ich eigentlich ganz gut. Okay, vielleicht kannst du es so halten? Ja. Weil ich würde nämlich jetzt mal hier gucken, wo die beste Position für unser Lampenkabel ist. Guck mal, wenn wir das jetzt hier unten so festmachen würden mit Haken. Ja, ist doch gut. Ja, ne? Aber auf jeden Fall können wir jetzt schon mal so die Haken reindrehen. Bei den Haken könnt ihr einfach welche auswählen, die genau die Größe des Kabels haben, also dass diese Rundung hier genauso groß ist wie das Kabel, dann passt es da schön durch. Also ich finde, es sollte so niedrig sein, damit man drankommt. Nee, also sorry, man will ja noch lesen können. Aber der Schalter muss ja auf jeden Fall auf dieser Seite sein, damit man da drankommt. Okay, du hast den Bauplan gemacht und... Du kannst das ja bei dir zu Hause so bauen, dass beides auf der Seite ist. Ja, ich mach das auch wirklich noch. Also ich will so einen Nachttisch will ich auch haben. Okay. Also auf eine Höhe hatten wir uns ja jetzt geeinigt, würde ich sagen. Warte. Hier so ungefähr. Und es muss natürlich auch ein bisschen mittig sein. Stimmt. Wollen wir es irgendwie ausmessen oder machen wir so Pi mal Daumen? Nee, das machen wir so Pi mal Daumen. Pi mal Daumen. Wir sind von der Firma, naja, passt schon. So ungefähr. Na, Moment. Wir machen hier so ein kleines Arm. Ja, ich muss ein Stückchen hoch, so. So, ne? Mit dieser Kugelschreibermine werde ich jetzt die Markierung in den Bohrlöchern machen. Die ist nämlich schön dünn, da kommen wir hinten bis an die Wand dran. So, hier auch einmal ordentlich reindengeln. Okay, ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt, muss ich zugeben, denn beim Bohren in Wände weiß man nie so genau, was dahinter ist, wie die Wand ist, ob da überhaupt eine Wand ist oder ob da ein Hohlraum ist. Und man kann das natürlich ein bisschen testen, indem man klopft. Und wir haben schon mal geklopft. Was ist da? Ein Hohlraum. Wahrscheinlich. Deswegen am besten, bevor ihr bohrt, prüft ihr mit so einem Leitungsprüfer, ob da zum Beispiel eine Stromleitung oder eine Wasserleitung dahinter ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann könnt ihr euch da versuchen und da mal reinbohren. Wir werden das jetzt einfach. 3, 2, 1. So. Oh. Sehr weich. Das soll nicht so. Da soll, glaube ich, kein Sand rauskommen, oder? Das ist okay. Ist okay. Gut, dann wollen wir mal probieren, ob unsere Dübel jetzt in der Wand halten, oder? Da bin ich aber skeptisch. Willst du vielleicht reinschlagen?
sagen. Fühlt sich stabil an. Da kann man sich jetzt zwar nicht draufsetzen, aber auf jeden Fall so ein Akkuschrauber reicht's, ne? Okay, Jakob, dann kannst du jetzt das Kabel einhängen. I'm on it. Yes. Und diese Kabel, das ist ziemlich cool, die könnt ihr einfach fertig kaufen. Und dann ist das schon so fertig mit Fassung, Schalter und Stecker, weil mit Elektrizität selber da so rumzuhantieren, ist gar nicht so ungefährlich. Also kauft das am besten lieber so fertig. Your time is up, I'll tell you why. Okay. Wir haben uns entschieden, dass wir hier ein Dreieck drüber malen werden, oder? Ja, also von diesen Kanten aus. Ja. And the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for some. Und wie ist das bei dir zu Hause? Was steht bei dir auf dem Nachttisch? Hast du da Bücher oder? Ich habe nicht so einen richtigen Nachttisch. Ich habe einfach so ein Fensterbrett an meinem Bett und lege da ganz viel ab und da sammelt sich immer alles Mögliche an, weil es auch einfach zu viel Fläche ist. Aber hast du da eine Lampe draufstehen oder ist das eher so nur Licht vom Handy? Eher nur Licht vom Handy, um wirklich? Ehrlich zu sein, ja. Okay, aber das ändert sich ja dann jetzt, wenn du das nachbauen wirst, oder? Ja, auf jeden Fall. Solange das noch nass ist, die Farbe, ziehen wir jetzt direkt das Klebeband wieder runter. Wow. Das sieht doch echt eine Mütze. Es ist eine Mütze, aber es sieht richtig gut aus, oder nicht? Ja, oder? Ich habe auch schon gedacht, wenn man so ganz kreativ ist, kann man hier dann noch so weitere Dreiecke reinzeichnen oder so. Ja, wenn die Farbe getrocknet ist, kannst du gerne nochmal vorbeikommen. Was du jetzt noch nicht weißt, wir haben so ein kleines Ritual bei uns. Das klingt ja gruselig. Ja, und zwar ist das so, dass wir jedes unserer Designs benennen. Also wenn du jetzt mal kurz in dich gehst, wie würdest du diesen Nachttisch nennen? Illuminati. Illuminati. Wegen dem Dreieck. Alter, das finde ich richtig gut. Meinst du es jetzt nicht ganz so catchy, aber ich versuche es trotzdem mal. Okay, okay. Ich würde sagen, leuchtiger Nachttisch. Nachtisch. Ja, leuchtiger Nachtisch. Da musst du aber immer so ein Dessert obendrauf. Immer so ein Schokokuchen. Genau. Habe ich sowieso immer einen Schokokuchen am Bett stehen. Man weiß ja nie. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Nächste Woche wird Martina dann nämlich mit Hazel von Pocket Money einen Terrazzo-Tisch bauen. Ja, Jakob, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Prost. Checkt auf jeden Fall auch Jakob und Ozon auf Insta aus. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr hier sehen, wie wir mit den Real Life Guys letzte Woche dieses Bett gebaut haben. Oder ihr guckt da unten mal bei Glanz und Natur vorbei. Die machen nämlich auch richtig coole DIYs. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss. So, jetzt nehme ich auch mal so einen Keks hier. Danke.